Willkommen zurück zu Borderlands. Ja, ich hatte das übrigens schon mal gehabt. Das war während des Livestreams von Anno. 22:05, da wurde ich dann krank. Und zwar live. Sag mal, mir ging es dann immer schlechter. Deswegen machen wir wirklich heute nur verkürzt. Wir müssen da lang. Wir sind gerade schon in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Dachte ich mir doch. Sollen wir hier rein? Ja. Haben wir uns von den Opfern hier ablenken lassen? So, der ist ja schon tot. Lässig. Mir ist übrigens ein Textfeld entgegengeflogen, als ich ihn umgebracht habe. Ich glaube, die kann man auch totschlagen. Oh, da mutiert, glaube ich, was. Hat sie erledigt. Shit, da ist der Große. Auf mein Befehl! Oh. Hey. Killt er mich nicht einfach? Nein. Okay, das ging schnell. Ich glaube, ich muss instant einen sofort erledigt haben. Ja. Ich bin nur in deine Richtung gelaufen und plötzlich standst du wieder. Ah, ich hab den Badass gerade platt gemacht. Oder hatte. Oh, ich. So, ist das eine Outfit-Sache hier. Liegt da Leben rum? Ich brauch welches. Leben? Hab ich es nicht gesehen. Ah, lebt noch was. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Witcher. Ja, mich erinnert die Musik die ganze Zeit an Bastion. Ist auch ungefähr so. Vom gleichen Level her. Irgendwo hier ist noch einer. Hä? Ist der hier irgendwo reingeklippt oder was? Ah ne, da oben. Ich schieße, ich treffe doch nicht. So. Wie erbärmlich das Ding auch noch runterfällt. Ich habe 2 von 5 getroffen. Das war nicht gut. Wir haben gleich ein Problem. Mir geht nämlich die Munition aus. Da muss ich einen Nahkampf wechseln. Wir sind noch nicht mal bei dem nächsten Ziel hier. Oh nein, da kommt doch gleich der nächste große Ansturm hier von den kleinen Viechern. Ja, das können wir weg. Die können wir wegschlagen. Das ist ja nicht das Problem. Das nächste Ding. Sie verstehen nicht. Diese Kreaturen kann man nicht abbauen. Das sind Lebewesen. Ohne Kristalle sterben sie. Sanctuary findet mit Leichtigkeit eine andere Grabungsstelle. Mein Team und ich werden diese Kreaturen nicht für sie jagen. Punkt. Sicherheitsoffizier Booth, Ende. Miss Booth, muss ich Sie wirklich an Ihren Vertrag erinnern? Ihr Sicherheitsteam soll meinen Grabungstrupp unterstützen. Ob Sie mit meinem Vorgehen nicht einverstanden sind, spielt keinerlei Rolle. Halten Sie die Klappe, schnappen Sie sich eine Waffe und bringen Sie mir Kristalle wie ein braves kleines Mädchen. Der beste Robot aller Zeiten! Ja! Sie sagt einfach random Wörter. Da hättest du deinen Roboter wieder geholt oder sowas. Ja, der schlägt dann gerade die kleinen Viecher weg.
Ach so, dann hat Und, sie dafür und, da, gelobt, ja. genau, und das kompensiert sie, obwohl sie nicht mehr dabei ist. Die halt gut im Auge, also muss man schon sagen. Sind noch, oh, da kommen die nächsten Kristallviecher. Immer eine Munition verschwenden. So, willkommen. Aua. Au. Ich hab mir gerade vor die Hacke gerade gegen den Stuhl gehämmert. Ist nicht gut. Ist hier unter uns, ne? Ah, hier liegt. Ich bin auf deinem Kopf gelandet. Und aufgedotzt. Die hat ein Problem. Ich brauche noch nicht mal ziehen für das. Hinter dir. Wir müssen uns irgendwie am Rand halten, okay. Zur Erklärung, jedes Mal nochmal, jedes Mal, wenn ich ihn abschieße, den Gegner, dann beritzelt er so. Also wenn es mein Kill war. Alter Spiele. Ich dachte gar nicht mehr aufzuschreien. Wer denn? Da hat niemand geschrien. Meiner hat geschrien, Critical! Achso. Nur noch länger. Und noch nerviger. Da kommt, schwer vorzustellen, ja, ich weiß, bei, auf Deutsch sagt er Critical! Oh, da ist noch so ein gepanzertes Viech hier. Ja, ich hab ne Slack-Waffe. Gar nichts aus, wenn man da Säure rauf macht. Ja, und Slack verstärkt das ja mit anderen Sachen, ne? Ja. Nummer 5 lebt! Deathtrap 1, Fratzen 0. Mist. Bravo, Junge! Pff, der klaut dir voll die Kills, ey. Hast du das voll gesehen? Einfach die weggelasert mit einem Schuss. Oh, hier waren wir noch gar nicht drin. Ne, wir waren in dem ganzen Gebiet noch gar nicht. Doch, in dem großen Gebiet schon, aber hier in dem Teil nicht. Diese Mine. Ey, ich sterb. Achso, toll. Sterben reicht es nicht ganz. Oh, hält ein bisschen mehr aus hier. Oh, es war auch der König, der sich verändert.
Wieso kann er morphen? Das hält doch nichts aus. Stopp mal eben kurz. Halten jetzt hier. Was? Mach mal die Gegner platt, bitte. Ach so, nein. Immer weiter so. Eins, zwei, drei. Wo sind die andere Waffe? Mir fehlt, glaube ich, eine Waffe gerade. Hast du sie gesehen? Nee. Mir ist gerade hingeschmissen. Ja, wo ist die andere Waffe hin? Ist das die hier? Nee. Das ist sie. Ach, das war die grüne Jacobs, die ich da hingeworfen habe. Warte mal eben, meine Nase ist dicht. So, weiter geht's. Das wird ein Folgengeschnipsel nachher. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Mahlzeit, ja. Das ist genau der richtige Spruch. Mahlzeit. Aua. Alter. Das war knapp. So, wenn er rollt, kann man ihn an der richtigen Stelle treffen. Der kritische Treffer bei denen ist fast tödlich. Ist egal, mit was man trifft. Warum ist der Kleine mich erwischt? Ey, ich treffe ihn nicht. Ist noch ein großer. Hey, lauf Kleine von mir weg. Squished. Hast du Van Helsing die dritte Staffel gesehen? Nee, ich habe nicht mal die erste gesehen. Ich glaube, ich habe die erste Folge angeguckt. Ich sag, die dritte Staffel. Ich sag, die sind sehr kreativ in der Ausführung der Filmszenen, also der Kampfszenen vor allen Dingen. Okay. Was hier? Da gibt es eine Massenschlacht so von fünf Leuten, ne? Also fünf Leuten und einer davon ist halt einer der Hauptpersonen. Und die sind dann, werden dann von Vampiren angegriffen. Und die machen, müssen sie natürlich, wollen sie dann platt machen, ja, aber das haben die dann teilweise in Zeitlupe gedreht. Und immer schön mit der Schaufel drauf und dann platzt da der Kopf. Alter. Also das ist nicht umsonst ab 18. Das ist manchmal sehr geil gemacht. Also wie eigentlich so brutal wie ich hätte fast Left 4 Dead gesagt, wie heißt das? Walking Dead. Aber schon auf eine komische Art irgendwie, weil die auch noch so eine Musik wie hier aus Borderlands noch mit reinschmeißen. Also wenn dir so Splatter mit ein bisschen Humor gefällt, dann kann ich dir auch eher so eine ähnliche Sache wie Walking Dead, nur halt mit mehr Witz empfehlen. Wie heißt das denn noch, ey? Fear the Walking Dead. Nein, nicht den Spin-Off, sondern, wie heißt das denn? Ja, Zombie World, weißt du mal. Zombie World meinst du, ne? Nee, nicht ein Film, sondern eine Serie. Ach so. Ich habe gerade den Namen vergessen. Aber wenn ich wieder drauf komme, sag ich es dir. Also, da geht es nämlich auch darum, dass einer anscheinend immun ist gegen die Zombie-Infektion. Und den wollen sie dann halt übers Land zu so einem Labor bringen. Und stellt sich aber raus, er ist nicht ganz immun, sondern er mutiert praktisch. Nett. Ja, das war ziemlich düster. Bitte komm baldmöglichst zu mir zurück. Ja. Okay. Wollten wir nicht eine, also das war eine Menge Lauferei, wollten wir nicht eine... Oh, hier kann man hoch. Genau. Ich doch. Oder auch nicht. Doch. Wollten wir nicht eine Folge pro Mission machen? Jetzt habe ich, glaube ich, schon zwei Folgen pro Mission. Ich glaube, ich habe ein bisschen getrickst.
Ups, falsche Taste. Okay, hier kommen wir wieder raus. Ich hab die nicht getroffen. Die Granate. Ich bin betrieben für so ein kleines Viech, aber das hat genervt. Gut, wir geben die Quest ab, würde ich sagen, oder? Ja, ne? Dann machen wir eine ganz kleine Pause danach. Gefahr! Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Hahaha. Kann ich wieder Munition leihen? Kauf was oder gib mir aus der Optik. Was soll's denn sein? Musst du auch 50 bezahlen? Ja, für die Sniper auf jeden Fall, aber dann gibt's mir direkt 12 mehr. Das investiere ich mal. Das nächste Upgrade gibt's doch. Das nächste geht 100. 100? 100 kostet's. Das wird es mittlerweile dauern. Du hast herausgefunden, wie Unschuld der Kristallisken mit einem Pickel totschlagen würde. Ach, wie die Unschuld. Unschuld, ja. Hab ich dir je meine Predigt aller das wahre Monster ist der Mensch gehalten? Fällt einem hier so ein? Nett. Hast gleich 4 neue gegeben. Jo. Ey, cool, das gab ein Level-Up. Das mache ich noch. Das Level-Up ist cool. Ich bin wieder so kurz davor, ey. Das ist ja ärgerlich. Ich wollte es auch gerne in Anarchie packen, investieren, glaube ich. Ja, machen wir das. Falls es schief läuft, kann man ja immer noch ändern. Okay, du spielst ein bisschen rum oder weiter und wir machen kurz Pause.